Episode 53 von Rise of the Ronin. Willkommen zurück zum Let's Play. Es sind neue Nebenmissionen aufgetaucht und da machen wir heute die erste. Eine Prostituierte braucht Hilfe, heißt es, glaube ich. Verschwiegenes Gewerbe heißt die Mission. Damit geht's heute weiter. Leute, willkommen zurück hier zum Let's Play. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge. Das ist richtig, das ist aber auch schon ein sehr tolles Outfit hier. Auf wem mag sie wohl warten? Aber ihr habt auf die heutige Folge gewartet und deswegen machen wir gleich weiter. Es ist ein wirklich schöner Tag heute. Kein Regen. Die Leute hier sind... Oh, sorry. Hat er sich verbeugt und ich habe ihn trotzdem angerempelt. Das gehört sich nun wirklich nicht von mir. Oh, es ist auch auf dem Boot. Oh ja, da steht sie. Möchte sie wegfahren? Möchte sie fliehen? Oder soll sie weggebracht werden? Hilfe! Du hilf mir doch jemand! Und, ach, das ist die Dame mit dem ganzen Bandagen, oder? Oh je, die sieht nicht gut aus. Wer hat dir das angetan? Den werde ich suchen. Du hilfst mir, oder? Ja? Es geht um meinen Kuppler. Er ist in großer Gefahr. Dein Kuppler? Also der Zuhälter, oder was? Warum willst du dem denn helfen? Behandelt er dich gut? Erstmal beruhigen und dann erklär mir alles. Gestern Nacht habe ich auf Kunden gewartet, als mir ein paar zwielichtige Kerle auffielen. Sie entsorgten die Leiche eines Samurai im Kanal und vor Schock schrie ich laut. Ich floh so schnell ich konnte zu meinem Kuppler, der mich versteckt hat. Doch als mich die Schurken nicht fanden, nahmen sie stattdessen ihn. Rette ihn! Ich flehe dich an! Bitte rette ihn! Überlass das mir. Oh, hab vielen Dank. Er wurde in die dunklen Gassen des Freudenviertels gezerrt. Bitte beeil dich, bevor es zu spät ist. In Yoshiwara? Der Kuppler muss ja ein guter Typ sein, wenn sie der so hinterher ist, dass der unbedingt gerettet werden will, soll. Dass die Leute auch ständig immer noch ihre Leichen in den Fluss werfen. Es ist viel besser, die irgendwo zu vergraben, als die im Fluss zu werfen, wenn man daneben wohnt. Im Fluss, also am Fluss. Ja, das ist aber hier ein anderes Freudenviertel, ne? Ein ärmlicheres. Ich würde die Ausschau halten, in welchem Gebäude die sind. In irgendwelchen dunklen Gassen, hat sie gesagt. Wie groß ist denn der Suchbereich? Ui. Der Suchbereich ist ein bisschen größer. Vielleicht kann ich von oben mehr sehen. Bestimmt irgend so ein Hof, oder? Ups, bin ich runter. Na, jetzt bin ich schon raus aus dem Suchbereich hier. Der Hof gehört nicht mehr dazu. Da geht's ja schon zum Fluss, da wird's nicht sein, glaube ich. Da drüben. Es gibt ja halt nicht so viele dunkle Gassen. Ja, da oben wollte ich rauf, ehrlich. Immer dieses Gesuche. Das hier noch dazu? Auch nicht. Ist auch schon wieder aus dem Suchbereich raus. Begib dich in die Seitenstraßen des Freudenviertels. Ja, ja. Ich suche ja die Seitenstraßen. Welche sind es denn? Von oben sehe ich nichts. Oh,
Da drüben, da, oder? Da vielleicht, da. Hier stehen auf jeden Fall ein paar Damen vor. Das hier ist das auf jeden Fall, hier. Habe ich von oben gar nicht richtig gesehen, aber da stehen oben Damen. Aber ich bin jetzt schon wieder auf den Suchbereich raus. Das soll irgendwo da drin sein. Hier stehen genug Frauen rum. Komm schon, rede. Wo kommt ihr denn jetzt her? Wo ist das Mädchen? Sag die Wahrheit, dann verschonen wir dein wertloses Leben. Jetzt du noch. Waren das alle? Einer fehlt noch. Wo ist der? Bist du das? Nee. In der Hütte. Hast du dich versteckt? Dachte, ich krieg dich nicht. Ich dachte, er macht jetzt den intelligenten Sprung, ne? Mhm. Alle weggeblockt. Und du bist der Kuppler? Danke. Diese Schläger benehmen sich so, als würde die Stadt ihnen gehören. Und sie werden uns schikanieren, bis du ihren Anführer ausschaltest. Ich flehe dich an. Hilf uns, bitte! Sie versammeln sich beim großen Anwesen, draußen bei den nördlichen Reisfeldern. Geh du vor. Ich bin direkt hinter dir. Ich glaube nicht, dass du direkt hinter mir bist. Entweder du kommst, wenn alles vorbei ist, oder gar nicht. So weit ist es schon gekommen, dass wir hier den Zuhältern helfen. Oh Gott, nee. Ist halt immer die Frage, wie die Damen behandeln, ne? Nördliche Reisfelder. Das ist eine hübsche Landschaft auch wieder. Bei den Reisfeldern. Wir sind da in dem Anwesen, da oben. Mhm. Sorry. Kann man rein in die große Halle hier. Weiß nicht, ob die Gegner da auch drin sind. Kisten oder so haben sie hier keine mehr. Da steht ein Gegner. Ah, der Hakenpunkt ist zu hoch. Oh, jetzt muss da natürlich einer von der Seite kommen. Belästige hier dich die Pferde. Doppelfinisher hat noch gereicht von der Seite. Ja, die kann man auf jeden Fall von drin überraschen. Da ist auch noch eine verschlossene Tür. Alles ist hier aber ein Tickchen zu hoch, um hochzuklettern. Ein Tickchen zu hoch. Oh. Eine Hundeklappe. Das ist praktisch. So nämlich. Dann noch auf die andere Seite rüber. Nein. Überraschung! Ach toll, es kommt eine Sequenz. Toll. Tja. Ja, jetzt bist du auch ganz allein, wie? Nein. Was für ein Tag für furchtlose Gäste.
Du bist wegen der beiden hier. Stimmt's? Ich bin nicht allein. Ich habe zwei Schwerter dabei. Okay. Jetzt hast du mir die Erklärung erspart. Verstehe. Hör mal her. Du scheinst vernünftig zu sein. Hast du nicht Lust auf einen Handel zwischen uns? Wenn du ganz leise verschwindest, alles hier vergisst und den Mund hältst, bezahle ich dich. Also so nötig habe ich das nun auch wieder nicht. Einschüchtern. Ich nehme die beiden und das Geld. Verstehe. Du willst also keinen Handel. Doch. Hab doch gerade gesagt. Na dann. Bist du hoffentlich bereit zu sterben? Ich habe doch gerade gehandelt. Ich habe gesagt, ich nehme die beiden und das Geld. Das ist auch ein Handel. Danke für das Gift. Das war's jetzt, der große Macker. Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Der hat mich nicht einmal getroffen. Danke. Edo ist zu viel für uns. Wir ziehen besser in eine andere Stadt weiter. Aber ich sage allen, dass du mir geholfen hast. Auf Wiedersehen. Okay. Dann viel Spaß mit deinem Kuppler. Alte Briefe erhalten. Fukusawa zusätzliche Bindungsbelohnung. Für Fukusawa? Gensui möchte was. Neue. Ah, ich glaube, hier kommt man gar nicht anders rein, außer durch die Dachluke. Oder gibt es eine Tür? Aber ich glaube, die konnte man bestimmt nur von innen öffnen. Hat Gensui eine neue Bindungsmission? Der sollte doch eigentlich auch noch ein bisschen dazulernen, der Junge. So, das war die Hilfe für die Prostituierte. Bis man oben ist, ey. Wie lange dauert das? Nee, Gensui hat keine neue. Also es ist keine in der Liste jedenfalls. Eine neue Geistergeschichte. Ein Geschichtenerzähler sucht Hilfe. Eine neue Geistergeschichte. Ist das wieder der seine Tagebücher schreibt? Mit der Mumifizierung zum Beispiel auch? Oder ist es diesmal die Geistergeschichte? Jetzt ist es diesmal hier auf dem Land. Eine neue Geistergeschichte, Stufe 26. Schauen wir uns das gleich mal an. Wir sind hier. Tempelanlage. Wir müssen da lang. Ah, wir machen ein bisschen heller. Hier in der Straße. Ist da noch eine Kiste drin? Nee, habe ich alle. Wenn man da die Du da! Hörst du gerne Gruselgeschichten? Klar doch. Um was geht es denn? Oho, du magst also Gruselgeschichten. Deswegen bist du doch hier. Ich bin ein Geschichtenerzähler. Aber die immer gleichen Geschichten langweilen mich. Es ist zwar nett, wenn die Leute lachen, aber ich will ihnen einen Schrecken einjagen. Als erstes wollte ich mir einige neue Requisiten zulegen. Also habe ich bei einem bekannten Künstler aus Yotsuya ein Geisterbild in Auftrag gegeben, aber das ist eine ganze Weile her und ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Darf ich dich bitten, für mich nach dem Künstler zu sehen? Okay. Ein Geisterbild. Warum jemand aus Yotsuya? Weißt du das nicht? Yotsuya ist berühmt, weil es dort spuken soll. Ich dachte, ein Künstler von dort malt sicherlich gute Geisterbilder. Malt, okay. Überlass das mir.
Wunderbar. Bitte kümmere dich bald darum. Ich werde hier weiter an meinen Geschichten arbeiten. Na klar. 2000. Das ist ja Weltreise, ey. Ist es bei der Spielhölle? Da sind auf jeden Fall viele Geister drin, die sich kaputt spielen in der Spielsucht. Kriegen sie auch Augenränder und sehen auch so tot aus. Okay. Naja, aber wenn ich gerade mal da bin. Du siehst gut. Stimmt etwas nicht? Lass ich mir den Moment nicht nehmen und lass ihn hier noch was da. Hier hast du eine westliche Zigarre. Das ist toll! Und er hat eine neue Gesprächsoption. Hey, tu dir keinen Zwang an. Okay, du hast vorhin eine schicke Flagge geschwungen. Das war sein Hammer. Bei unserem Training, meinst du? Das ist meine Matoi, eine Feuerstandarte. Die schwenke ich bei einem Brand, um meinen Feuerwehrleuten den Rücken zu stärken. Allerdings ist sie nicht feuerfest. Deshalb müssen sich alle Standartenträger stets der Gefahr bewusst sein, dass sie verbrennen können. Ich würde niemals von meiner Standarte ablassen. Ganz gleich, wie verbrannt wir beide auch wären. Eher sterbe ich, als mich einer Feuersbrunst geschlagen zu geben. Krass, dass der mit seiner Standarte vorgeht, damit die anderen das löschen. War schon damals komisch alles. Verschweigst du auch ganz sicher nichts. Also, mach's gut. Kannst halt nicht einfach mal schnell irgendwo einen Wasserschlauch anschließen und das Feuer löschen. Da ist. Ich habe nur eine kleine Summe geliehen. Das hat nicht funktioniert. Das ist ein Missverständnis. Geistergeschichten hier. Beschwichtige die Banditen hier. Eine neue Geistergeschichte. Beschwichtigen, also nicht. Können wir reden? Ja. Hau ab! Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Doch, das sehe ich. Willst du etwa seine Aber ich sollte dich besänftigen. Geld geben. Besiege die. Besiege die. Willst du kämpfen? Ich schlag dir den Schädel ein! Ja. Hey, immer nur einer zur Zeit. Au. Er ist besänftigt. Au, der auch. Sehen alle sehr besänftigt aus. Ein Moment Künstler. Mal. Du arbeitest doch für diesen Geschichtenerzähler, oder? Du hast mich echt gerettet. Hier, nimm das. Ah, geisterhafte Holzschnitt. Er zeichnet die Geister. Aber guck mal, das sind auch immer wieder diese typischen japanischen Geistergestalten mit dem weißen Outfit an und dann diese schwarzen langen Haare, so wie bei The Ring oder Yuon the Grudge. Sind ja alles beides japanische Geschichten gewesen. Auch wenn der Westen darüber auch einen Film gemacht hat. Aber an sich waren das alles ja die Ursprungsgeschichten sind alles japanisch. Also es gibt ja das originale The Ring aus Japan und natürlich auch den originalen Yuon the Grudge. Ich kann das leider auch nicht größer machen, aber es ist sehr klein. Details vielleicht so. Man kann es leider nicht angucken, das Bild dann. Ein Holzschnitt, der den furchteinflößenden Geist einer Frau zeigt. Er wurde auf Geheiß eines Geschichtenerzählers von einem Künstler in Yotsuba angefertigt. Bestimmt sind die ganzen Geschichten, die man heute kennt, so die Filme, bestimmt basieren die alles noch aus diesen Motiven, dass sie dann immer noch so aussehen mit diesen
Mit diesen typischen schwarzen langen Haaren, die dann so übers Gesicht hängen und sowas. Ich finde die japanischen Originalfilme dann, wie The Grudge, Der Fluch und auch The Ring, teilweise immer noch ein bisschen von der Atmosphäre her ein bisschen beängstigender als das die westlichen dann. Geschmackssache. Aber gerade Ju-On, von Ju-On finde ich die Original besser. Nicht alle, so den ersten, zweiten vielleicht, das reicht. Mehr muss man nicht gucken. Die haben ja etliche Teile davon gemacht. Also guckt da das japanische Original, kommt besser. In der US-Version aus Hollywood, da haben sie ja dann Sarah Michelle Gellar im ersten Film reingepackt. Der war in Ordnung, aber wie gesagt, das Original hat eine bessere Atmosphäre, finde ich. Hallo, dein Freund, der Geschichtenerzähler, hat eine Nachricht für dich. Er ist unterwegs zum Oiwa Inari-Schrein. Okay. Das heißt, ich soll auch dahin gehen? Wie gibt dich Sinn, Oiwa Inari-Schrein? Ist das der da oben, der Schrein? Ich habe auch ein neues Sattelzug bekommen fürs Pferd. Das musste ich eigentlich auch mal ändern, aber ich komme so selten an Pferdestelle vorbei, wo ich das dann machen kann. Warte mal, hier war eben. Hinter mir? Da oben. Nee. Oh nee, das ist wieder nur ein Hund. Den brauche ich jetzt nicht. Kein Kampf oder so. Wo ist der Schrein? Ich dachte, ich wäre schon da. Ich kann hier nicht mal durchreiten. Der Bambus ist zu stabil. Okay, das passt doch auch hier. Das ist auch so ein richtiges Geisteranwesen, oder? Mit dem Baum, der hier so rumsteht. Zaun kaputt. Alles ein bisschen zugenagelt. Guckt euch das an. Gerade auch die richtige Stimmung mit dem Wind und ein bisschen dunkel. Und dann die grausamen Hühner davor. Die machen das ganze Bild kaputt. Okay, wir können reingehen. Ist das der Geschichtenerzähler? Schläft er? Auf jeden Fall schnarcht er. Wow, Ninja! Ich dachte, es kommt jetzt ein Geist oder so. Das ist eine Dame, ne? Hast du unter der Maske schwarze Haare? Schade, ich dachte, wir könnten mit der... Wow! Alles Damen! Ninja Assassin. Oh, der war gut geguckt. Der war gut geblockt. Oh, ich muss wohl eingeschlafen sein. Allerdings. Hast du die Ninja-Damen verpasst? Du bist es. Ich muss wohl beim Klang dieser Shamisen eingeschlafen sein. Okay. Was ist denn nun passiert? Man erzählt sich, dass es bei dem Schrein spukt. Ich wollte hier Inspiration für meine Geschichten sammeln. Eine wunderschöne Frau betrat den Schrein und ich folgte ihr. Dann hörte ich, wie jemand die Shamisen spielte. Mehr weiß ich nicht mehr. Aber ja, die Frau, sie muss ein Geist gewesen sein. Ja, genau. Die Frau war ein Ninja. Du scherzt doch.
So eine Schönheit kann doch kein Ninja sein. Warum nicht? Warum? Was hat das mit dem Aussehen zu tun? Okay, sieh dir doch mal die Leichen an. Eine Leiche? Ich sehe hier keine. Sie war ein Geist. Daran besteht kein Zweifel. Du bist schon auch ein bisschen blind, oder? Oder willst du es nicht sehen? Hier hast du ja übrigens das Bild von dem Künstler. Oh, vielen Dank. Dieser Geist. Er sieht haargenau so aus wie die Frau, die ich gesehen habe. Und er hält auch noch eine Chamisen. Eine Chamisen. Ja, der Klang ist perfekt, um meine Auftritte lebhafter zu machen. Jetzt, da ich Requisiten und eine Geschichte habe, ist meine neue Bühne bereit. Bald verbindet jeder den Namen Encho mit Horror. Ich sag's dir. Gab's bestimmt auch, oder? Encho? Der Erste, der so Horrorgeschichten erfunden hat? Muss auch mal googeln. Wenn man viele, viele Namen bei Google eingibt von dem Spiel, so viele Leute, also die fast alle, die hier vorkommen, von den wichtigen Personen, gibt es Einträge auch auf Wikipedia und sowas, was die geschichtlich alles so gemacht haben und wo und wie lange die und wo gelebt haben. Das sind echt interessante Sachen, die man da durchliest. Gerade auch hier Gensui Kusaka und zum Beispiel, ne? Alles eine Geschichte, ein richtiger Typ, der damals gelebt hat. Genau wie viele andere. Bei Fukuzawa weiß ich nicht. Also ich habe noch nicht alle nachgeschaut, aber Gensui ist auf jeden Fall, findet man Einträge, auch noch sogar Bilder. Also Bilder, wie er damals ausgesehen hat. Sieht ganz anders aus als im Spiel natürlich, aber findet man alles, finde ich voll interessant. Aber sogar Alcock und sowas. So, Matthew Perry weiß ich nicht. Kaisho Katsu, glaube ich, genau auch so, findet man auch Einträge. Jules Brunet auch, in Schwarz-Weiß-Bilder findet man da noch Originalbilder von ihm. Finde ich auch sehr interessant. Und hier Rutherford Alcock und sowas, ne, die ganzen Leute. Alles echte Person gewesen. Das ist voll cool. Ist voll spannend, sich da mal so reinzulesen. Und was das Spiel denn davon übernommen hat und so, das zu sehen. Ja, jetzt sind die Leichen weg, ne? Eben waren die auf jeden Fall da. Ich habe die gesehen. Ihr auch, ne? Ihr habt auch Leichen gesehen. Hier ist die Chamisen. Das Instrument. Okay, hier werden wohl Leute reingelockt und dann von den Ninjas abgeschlachtet. Das ist der Trick der ganzen Sache. Und eine Dame, die vor dem... Die betet lieber hier draußen und geht nicht rein. Aber der Tempel ist halt immer noch wichtig für deren Kultur. Okay, Leute, wir machen in der nächsten Episode weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge heute etwas gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit Rise of the Ronin. Haut rein, bis dann. Ciao.